Sind Deutschlands Geld und Demokratie noch zu retten? Nun, vorerst sind für den Schuldenschnitt Griechenlands dieses Jahr 14 Milliarden Euro futsch. Allein die verstaatlichte Hypo Real Estate muss dafür in ihrer Bad Bank rund 9 Milliarden abschreiben. Für alles zahlt selbstverständlich wer sonst? Der Steuerzahler. Nach außen tönen Schäuble und Konsorten, wir würden mit dem Verleih satte Zinsen verdienen. Und im Inneren, in Krediten, Sonderfonds und Haushaltsstellen versteckt, werden leise die Milliardenverluste verbucht und kaschiert. Die laufend in die Euro-Rettungsfonds einzuzahlenden Barmilliarden, 2012 bis dato mindestens je 2 mal 4,3 Milliarden, nach Adam Riese also 8,6, werden nach Anruf binnen einer Woche nach Brüssel zu überweisen sein und natürlich als Guthaben geführt. Aber auch hier ist die EU-Finanzbebenskala nach oben hin offen. Es kann jederzeit Nachschlag verlangt werden. Weiß jemand noch, wie viel 14 Milliarden sind? Damit wurden 2009 riesige Konjunkturpakete für Deutschland auf den Weg gebracht. Natürlich über Kredit, aber zumindest dem Land über die Krise geholfen. Und genau diese Summe ist jetzt gerade mal ebenso verbrannt worden, aus dem Fenster geworfen, ohne dass Regierung und Bundestag aufgeschrien hätten. Und das ist ja erst der Anfang. Die Schrottanleihen Griechenlands liegen ja noch en masse herum bei der Europäischen Zentralbank unter Verletzung ihrer eigenen Vertragsgrundlagen. Aber wen kümmert's? Und nur die Magier à la Mario Schäuble und Merkozien gaukeln uns vor, dass diese Milliarden von diesem Land mit 50% Arbeitslosigkeit je zurückgezahlt werden könnten. Und bei der Bundesbank liegen noch rund 500 Milliarden Euro, also eine halbe Billion fauler Kredite herum, sogenannte Target-2-Kredite, die sie den Ländern gegeben hat, um bei uns Waren einzukaufen. Also wenn einer sich in dem Glauben wähnen sollte, wir hätten für unsere boomende Konjunktur der letzten Jahre Geld ins Land bekommen, der irrt, aber ganz gewaltig. Wir haben den Ländern das Geld zum Einkauf bei uns vorgeschossen und hoffen, dass wir es eines Tages zurückbekommen. Hoffen und harren, heißt es ja so schön, muss man da wohl sagen. Aber wen interessiert's noch? Ein paar Wirtschaftsweise schlagen Alarm, aber wenn die Chefin sagt, es sei alles alternativlos, heben alle Parlamentarier ihre gut bezahlten Hände. Ja, sie sind wohl sogar froh, wenn ihnen alle Entscheidungskompetenz für den Billionen-ESM, also den Super-Rettungsschirm, ab Mitte des Jahres abgenommen wird. Und sie müssen nicht mal nachprüfen, ob dort dann alles wenigstens sauber zugeht, weil eh niemand Rechte und Zugriff auf dieses Finanzdirektorium hat. Sie haben vollständige Immunität. Man muss sagen, Narrenfreiheit. Das Dumme ist nur, dass wir die Narren sind, denn wir geben denen das Geld zur allerfreiesten Verfügung, genauer gesagt zur Verschwendung. Sie können sich die Milliarden in die eigene Tasche stecken und niemand könnte sie belangen. Wir zahlen und garantieren bis zum geht nicht mehr. Derweil ist es aber nicht möglich, aus dem momentanen Überschuss der Krankenversicherung wenigstens die unsägliche Praxisgebühr abzuschaffen. Weiß man, dass dieser Überschuss nur aus den oben genannten Schulden finanziert ist, also von einer Tasche in die andere gesteckt? Die Insider sicher, aber die verdienen gut an dem Ganzen. Wie unsere Sachsen-Anhalter Parlamentarier, die sich mal soeben 18% Zulage zu ihren Diäten genehmigen, um die Verfassung zu erfüllen, angeblich. Klingt doch toll, ja? Dies gibt natürlich einen guten Ausgleich der schon enorm angezogenen Inflation. Und das brauchen ja die Damen und Herren auch. Und anders kann die dicke Bertha-Politik der Europäischen Zentralbank auch nicht ausgehen,
also die Billionen zu 1% Zinsen an die Banken zu verschießen. Inflationsraten zwischen 5% und 10% sind das Ziel, um die Schulden allenthalben zu Papier werden zu lassen. Siehe 20er Jahre. Alles schon mal dagewesen. Bezahlen wird der Kleinverdiener, der Sparer, wer auf seine Lebensversicherung hofft, und der Rentner, der eben bloß 2% zugelegt bekommt, wenn's gut geht und damit die Inflation eben nicht ausgeglichen wird. Der ESM, also der Europäische Stabilitätsmechanismus, ist ein Ermächtigungsgesetz, dagegen war das von 1933 harmlos. Und war das sogar damals fast demokratisch zustande gekommen? Welches Volk wird heute befragt, wenn seine Souveränität aufgegeben wird? Eine kleine Bürokratenrunde wird das Schicksal der europäischen Nationen bestimmen über die bereitzustellenden Geldsummen und den Fiskalpakt, mittels welchen im Gegenzuge die Staaten dirigiert und beauftragt werden. Das ist verfassungswidrig, tönen manche. Paragraph 146 würde vorschreiben, dass über einen derart weitgehend staatsauflösenden Akt ausschließlich nur das Volk entscheiden darf und kann. Sogar die Linkspartei will Verfassungsklage führen. Oh, wie schön naiv, ihr Gutgläubigen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat bis heute immer nur kleine Korrekturen vorgenommen, also grundsätzlich die EU-Politik gewähren lassen. Das BVG hat sich allen Kompetenzausweitungen der EU gebeugt und Vertragsverletzungen akzeptiert. Es sind ja auch alles von den jetzigen Parteien installierte Richter. Welcher Hund beißt die Hand, die ihn füttert? Und es wäre ja in der deutschen Justiz gelacht, wenn man nicht selbst die extremsten Gegensätze jeweils auch gut juristisch begründen könnte und damit jedes Urteil bekommt, was man will. Es ist also mit Sicherheit davon auszugehen, dass Klagen auf Souveränität und Demokratie wie das Hornberger Schießen ausgehen werden. Entweder zu spät oder nur leichte Korrekturen, um das Gesicht zu wahren und einigen unverbesserlichen Optimisten weiterhin ihren Wahnvorstellungen gerecht zu werden, dass ja doch noch in diesem Prozess des endgültigen und totalen Ausverkaufs die Notbremse gezogen werden könnte. Dass es ja doch irgendwie bei uns demokratisch zugehen würde. Sicher, ein neuer Bundestag und Bundesregierung, die nationale Interessen vorrangig vertreten würden, könnten das Ruder noch herumreißen. Jedoch, selbst wenn es wider Erwarten zur nächsten Wahl tatsächlich eintreten sollte, sind wohl bis dahin alle Eulen verflogen nach Athen und Brüssel mit den Resten der Demokratie und Souveränität in ihren Klauen. Und was ein Greifvogel erst einmal dort im Griff hat, gibt er nicht mehr her. Es sei denn, man schießt ihn ab. Der Betrug muss eben nur groß genug sein, damit ihn die Masse des Volkes als Wahrheit akzeptiert. Und es ist ja nicht der erste große Betrug, bei dem das klappt. Leider.